Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute bin ich mal ein bisschen spät dran. Seht es mir bitte nach. Ich weiß nicht, wie lange YouTube jetzt braucht, um das Video wieder zurück auf 2K umzuwandeln. Das wird wahrscheinlich auch wieder einen halben Tag dauern. Und schon habe ich eine Bombe. Ich liebe es, wenn ich gerade anmoderiere und dann im nächsten Moment einer voll durchs Bild läuft. Ja, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich die letzten 2 Tage hier komplett flach gelegen habe mit Migräne und deswegen nicht besonders viel aufnehmen konnte. Aber es geht jetzt auf jeden Fall hier in Glenumbra weiter. Und wenn ich mich richtig erinnere, könnte das sogar die Quest sein, mit der wir Glenumbra abschließen. Dann wollen wir uns mal beeilen. Also, Sir Lanis. Der große König Kasimir schickt uns, um Angorf aufzuhalten. Mit der vereinten Macht von Drachen, Löwengarde und euch werden wir Angorf sicher in die Knie zwingen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Gut gesagt. Aber wir können diesem Schurken nicht einfach nachstürmen. Zunächst einmal schützt Angorfs giftiger Nebel den Zugang nach Khat Bedraut. Er steigt von den Ranken auf und macht jeden krank, der ihn einatmet. Die Zaubermeisterin Benele glaubt, ihr könntet gegenüber seiner Wirkung immun sein. Ich habe diesen Talisman, aber ich weiß nicht, ob er mich beschützen wird. Wir müssen es riskieren. Wir haben keine andere Wahl. Ein Trupp Drachen ist dem Nebel erlegen, bevor er sich zurückziehen konnte. Dann hat dieser Trottel Darien auch noch ein paar Soldaten aus Kamlorn auf eine übereilte Rettungsmission geführt und sie wurden ebenfalls vom Nebel übermannt. Wenn der Nebel mich nicht außer Gefecht setzt, dann rette ich die Soldaten. Ich hoffe, die Soldaten sind noch am Leben. Dieser Nebel ist tödlich. Und dieser Narr aus Kamlorn, was hat er sich gedacht? Er ist direkt hinter ihnen her in den Nebel gerannt. Wo sollte ich nach euren Soldaten suchen? Sie können nicht zu tief in den Friedhof vorgedrungen sein. Der giftige Nebel wirkt schnell. Hoffentlich sind sie zusammengeblieben. Sobald ihr sie dort herausholt, können wir unseren Angriff auf Angorf planen. Ihr habt Truppen aus Kamlorn erwähnt? Da die Stadt nun von Faulschuh befreit ist, sind einige Wachen aus Kamlorn auf der Suche nach einem Kampf hier entlang gekommen. Ein Adliger namens Darien war ihr Anführer. Er schien sehr wütend auf Angorf zu sein. Es ging irgendwie um Werwölfe. Warum ist Abatis hier? Arkay möge mich blenden, wenn ich das wüsste. Als der König euren Namen erwähnte, hat der Hund die Ohren aufgerichtet und ist uns dann den ganzen Weg aus Dolchsturz nachgelaufen. Anscheinend freut es sich, euch zu sehen. Ich bin immer so verwirrt, wenn plötzlich die Synchronstimmen mittendrin ändern. Das ist doch nicht normal. Moment, in welche Richtung gucke ich jetzt? In die Richtung müssen wir reiten. Die Frage ist, kommen wir hier durch? Ich muss mal eben schauen. Eigentlich ist links von uns ein... Achso, da ist der Weg. Da müssten wir dann theoretisch durchkommen. Durch die Zombieherde und einfach quer durch. Es tut mir übrigens leid, wenn ich mich ein bisschen seltsam anhöre, aber ich bin immer noch etwas erkältet. Und das schlägt im Moment ein bisschen auf meine Stimme. So, findet die Ritter. Die dürften dann wahrscheinlich hier drin sein, nehme ich mal an. Irgendwo. Nicht hier. Basti, bist du überhaupt noch bei mir? Krummst du auch mal? Oder wolltest du da hinten stehen bleiben und warten, bis ich alles erledigt habe? Also ehrlich. So, jetzt habe ich sie alle platt gemacht und muss sie gleich nochmal platt machen für die Quest. 100 Pro. Das habe ich nämlich noch im Kopf. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Moment, hier ist doch so ein Soldat. Warum kann ich mit dir nicht reden? Hallo? Ich muss noch mal etwas weiter. Und in die Mitte rein. Also quasi da, wo ich herkam. Aber direkt in die Mitte rein. Ach, da hinten. Oh. Wie komme ich da rein? Ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch. Es tut mir leid, ich suche gerade den Eingang. So. Ich habe schon ganz viele tote Soldaten gefunden, aber es wäre gut, auch mal jemand Lebendigen zu finden. Darien, warum wundert mich das nicht?
Seht mal, wer hier ist. Ich hätte wissen sollen, dass ihr Angoffs Leben zur Hölle machen werdet. Kamlorn war euch nicht genug, hä? Sagt, diese Nebel sind doch giftig. Warum wirken sie nicht auf euch? Ich glaube, dass es etwas mit diesem Talisman zu tun hat. Warum seid ihr nicht davon betroffen? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich habe nicht nachgedacht. Ich bin einfach hierher geeilt, um den Drachenrittern zu helfen. Meine Wachen fingen an, nach Luft zu ringen und sind dann zu Boden gegangen, genau wie die Ritter. Aber ich nicht. Das sind die einzigen Überlebenden. Aber ich denke nicht, dass sie noch lange durchhalten. Können wir sie hier herausgeleiten? Der Nebel wird zum Tor hin dichter. Sie würden es nicht überleben, den Friedhof so zu verlassen. Aber der Nebel scheint keine Wirkung auf die Nekromanten zu haben. Diese Amulette müssen sie beschützen. Tötet ein paar, nehmt ihnen ihre Amulette ab und gebt sie meinen Rittern. Ich werde eines für jeden überlebenden Ritter besorgen. Schnappt euch lieber ein paar mehr, falls noch jemand auftaucht, während ihr weg seid. Ich bleibe hier und verteidige die Ritter vor den Untoten, die hier vielleicht vorbeiwanken. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass es recht früh ist. Ich kann heute nicht mehr reden. So, sammelt Blutdorn-Amulette. Moment, aber von wem? Jetzt reitet der natürlich hier rein und ich habe gleich keine Gegner mehr. Habt ihr jetzt Blutdorn-Amulette? Ihr seid ja eigentlich schon tot, ihr dürftet keine haben. Ne? Ich glaube nur diese Magier hier dürften welche haben. Die nehme ich jetzt aber mal mit. Ich bin ja so oft dran vorbeigeritten hier. Ne, das sind auch Skelette. Ihr seid auch Skelette, ihr interessiert mich. Ich habe keine Angst vor euch. Ja, dann lenkst du mal ein bisschen ab, Basti. Das sind aber alles Skelette. Das kann doch nicht sein. Ich meine, ich probiere das hier nochmal. Ja, die haben auch nichts. Waren hier keiner? Keiner von denen? Die haben alle nur... Ist auch wieder ein Skelett? Oder hätte ich jetzt im inneren Kreis bleiben müssen? Oh Moment, da hinten ist doch einer. Ah, Moment. Doch, der hat aber jetzt eins dabei gehabt. Und das war ein Skelett, wenn ich das richtig gesehen habe. So, zwei haben wir auf jeden Fall. Komm, du auch noch her, komm. So, das ist ganz wichtig, weil der wird, denke ich mal, auf jeden Fall eins haben. So, der nicht. Aber da war doch eben kein Kultist dabei. Ich verstehe es nicht. Da ist ein Kultist bei. So, das Amulett brauche ich. Bleib stehen. Ich brauche ich auch noch. Komm her. Dann bleib halt stehen, du bist Fernkämpfer. So, wir haben... Hoppala, wir haben jetzt 5. Jetzt muss ich mal eben schauen. Irgendwo da oben... auf der anderen Seite. Dann gehen wir doch mal hier rum, in der Hoffnung. Okay, er hat es nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, in der Hoffnung, dass der hier schon mal ein bisschen was weggemacht hat. Kehr zu. Ach, da unten sind sie. Okay. Huch, was machst du denn hier? Hallo? Habe ich noch irgendeine Aggro? Wenn ja, dann kommt endlich oder schweigt für immer. So, kann ich jetzt endlich sprechen hier? Diese Soldaten halten nicht mehr lange durch und mir fehlt die Magie, um meinen Schutzzauber ausweiten zu können. Darin hat mir von den Amuletten erzählt. Habt ihr sie? Mit etwas Glück funktionieren sie wie der Talisman, den ihr tragt. Hier sind die Amulette, die ich besorgt habe. Perfekt, vielen Dank. Ich werde sie meinen verwundeten Rittern umlegen und Darin kann sie dann in Sicherheit führen. Habt ihr noch mehr davon? Mit ihnen gelingt es mir vielleicht, den Nebel zu lichten. Ja, ich habe noch ein paar weitere Amulette gesammelt. Wenn ich sie miteinander verschmelze und einen Verstärkungszauber wirke, kann ich meinen Schutzzauber ausweiten. Wenn ich es zu einem zentral gelegenen Punkt schaffe und meinen Zauber dort lange genug aufrechterhalten kann, sollten unsere Truppen dorthin vorstoßen können. Ihr müsst mich währenddessen nur verteidigen. Betrachtet euch selbst als verteidigt. Gut, trefft mich in der Mitte des Friedhofs. Falls Angoff bemerkt, was ich treibe, wird er jemanden schicken, um mich aufzuhalten. Wenn man mich beim Wirken des Zaubers unterbricht, schlägt er fehl. Und das wäre nicht gut.
Das ist richtig. Geht zum Zentrum von hier, würde ich sagen. Ich kann es nicht aussprechen. Ich meine, wenn ich jetzt wieder hier rumgehe, dann komme ich wieder nicht durch, oder? Doch. Diesmal doch. Schnell jetzt, bevor Angov mitbekommt, dass wir hier sind. Muss ich auch ein bisschen weiter zurückziehen, sonst sehe ich nämlich nichts. Hallo. Ich denke, ich soll sie verteidigen. Können wir anfangen? Denkt daran, dass ich mich nicht verteidigen kann, wenn ich das Ritual ausführe. Ihr müsst mich beschützen. Dann lasst uns anfangen. Bleibt dicht bei mir. Ihr müsst sie von mir fernhalten, bis ich den Zauber beendet habe. Bleibt in meiner Nähe. Würde ich ja gerne. Ihr müsst sie mir vom Leib halten, bis ich mit dem Ritual fertig bin. Kommen immer nur zwei oder kommen auch mal ein paar mehr? Basti lauert auch schon hier. So, ich will immer den anderen da hinten anschießen. Na? Meine Freunde? Wieso ist der eine eigentlich lila, den ich angeschossen habe? Sterben die jetzt immer in lila? Bist du bald fertig hier mit deinem Zauber? Wir haben es geschafft. Kommt, gehen wir rein, bevor noch etwas versucht, uns aufzuhalten. Gut, sehr schön. Dadurch verschwindet der Nebel, aber wer weiß, wie lange. Verschwendet diese Gelegenheit nicht. Es ist Zeit, Angov anzugreifen. Was kommt als nächstes? Dieser nächste Teil ist entscheidend. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid. Und daher weiß ich, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Außerdem hätten wir es ohne euch nie so weit geschafft. Ihr könnt nicht einfach in Angovs gute Stube gehen und ihn zu einem Duell herausfordern. Er hat Diener. Seine Art hat immer Diener. Aber lasst euch davon nicht aufhalten. Wir sind schon zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Kommt ihr denn nicht mit uns? Ich werde euch folgen, sobald die Soldaten hier sind. Oh, sogar noch besser. Nehmt diesen Stein der Bindung, sucht einen sicheren Ort in den Katakomben und setzt ihn ein, um mich zu euch zu rufen. Ich werde sogar noch ein paar Soldaten mitbringen. Woher werde ich wissen, dass der Ort sicher ist? Einige der Toten wurden von Schutzzaubern geschützt, die verhindern sollen, dass sie entweiht werden. Sucht nach diesen Grüften und setzt dort den Stein ein. Das sollte für unsere Zwecke sicher genug sein. Ich werde euch herbeirufen, sobald ich einen der Schutzzauber finde. Das ist aber auch nachsynchronisiert worden, oder? Also das weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen komisch. Ich meine, so macht es mir noch nicht mal was aus. Aber wenn das dann so komplett mit einer anderen Stimme anscheinend drüber synchronisiert ist, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Wo müssen wir hin? Da runter... und rechts. Kann ich da... Ja, kann ich einfach durchlaufen? Gut. Ihr habt den perfekten Platz für... Wartet! Wo sind die anderen? Andere? Ja. Solanus und seine Ritter haben sich freiwillig gemeldet, mich zu begleiten. Aber ich sehe hier nur Dame Alexine. Wir müssen für den Stein der Bindung zu viele gewesen sein. Ah, das ist nicht gut. Die anderen Ritter könnten über die gesamten Krypten verstreut worden sein. Auf meinem Weg zu Angov werde ich nach den vermissten Rittern suchen. Gut. Aber hört mir genau zu. Es gibt nur einen Weg, diese Krypten wieder zu verlassen. Ihr müsst Angov töten. Ich habe keine andere Möglichkeit, mit all den Schutzzaubern und Verteidigungsvorkehrungen fertig zu werden, da ich nun hier unten bin. Entweder er stirbt, oder wir stecken hier fest. Das sind unsere beiden Alternativen. Ja, wenn es nichts weiter ist. Ach, da hinten an der Ecke steht die, okay. Na gut. Habe ich gedacht, ich könnte mir den Zombie da hinten sparen. War das nicht. Hallo, wo kommst du denn jetzt wieder her? Wieso nicht, mein Freund? Für dich habe ich keine Zeit.
Für die anderen aber eigentlich auch nicht. Ich könnte ja eigentlich... ja, jetzt bin ich schon am Punkt, wo ich hin muss. Na toll. Das heißt, die kommen so oder so runter. Aber wenigstens kommen sie dann alle nach hier. Bin ich jetzt durch mein eigenes Blocken gestunt worden? Auch nicht schlecht. Okay, findet die vermissten Ritter. Taverne, habe ich gesagt. Trefft mich in der Taverne. Hier unten gibt es kein Ale, nur Zombies und Tentakel. Und wo sind die Schankweiber? Ihr habt mir Schankweiber versprochen. Nun, zumindest ist euer Zeitgefühl gut. Wir treffen uns aber wirklich immer wieder an den spannendsten Orten. Der Zauber der lieben Gabrielle scheint fehlgeschlagen zu sein. Zum Glück haben sich einige von uns gefunden. Ich habe auch einen Blutdorn-Kultisten überzeugt, mir zu verraten, wie man an Angoff herankommen kann. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich mir Mühe gebe. Was habt ihr herausgefunden? 3 Schlösser schützen Angoffs inneres Heiligtum. Ich schätze, selbst ihr werdet dort nicht durch ein einfaches Anklopfen Einlass finden. Ihr braucht 3 Schlüsselscherben für die Schlösser. Sie werden gut bewacht, also werdet ihr ein bisschen töten müssen, um sie zu bekommen. Kein Problem. Ich werde die Schlüsselscherben finden. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber ich werde hier gebraucht. Lanes kann gut mit einem Schwert umgehen, aber ich bin besser. Ich werde die Überlebenden beschützen. Sagt Lanes Bescheid, wenn ihr noch jemanden trefft. Wo kann ich diese Schlüsselscherben finden? Ich weiß es nicht genau, aber der Blutdorn-Kultist hat mir von den Wächtern erzählt. Achtet auf eine beschworene Kreatur, eine unpassierbare Falle und einen Kriegergeist, der in Angoffs Dienste gezwungen wurde. Erzählt mir von der Kreatur. Ich weiß nur, dass Angoff einen Teil der gebündelten Kraft seiner Kultisten dazu verwendet hat, diese Kreatur zu beschwören. Ich habe gehört, sie wäre mehr Pflanze als Tier. Erzählt mir und von sie der ist natürlich grässlich anzuschauen. Entschuldigung. Erzählt mir von der Falle. Eigentlich konnte ich aus dem Kultisten gar nichts über die Falle herausholen. Tut mir leid. Hier seid ihr auf euch allein gestellt. Dann erzählt mir von dem Kriegergeist. Als Angoff das erste Mal an die Macht kam, hat er anscheinend den Zorn eines Ritters erregt, der dann versucht hat, ihn zu töten. Angoff fing den Geist des Ritters ein und zwang ihn in seine Dienste. Soweit ich weiß, ist er ausgesprochen mächtig und nicht besonders glücklich mit seinem Los. Das könnte man sich zunutze machen, ne? Solanis. Zaubermeisterin Benele sagte, dass ihr eingedrungen seid und Angoff gejagt habt. Wir wollten euch helfen. Und ich hoffe, wir haben nicht mehr Schaden als Nutzen verursacht. Was ist hier unten geschehen? Wir haben draußen Zaubermeisterin Benele getroffen. Sie meinte, dass ihr einen Stein der Bindung benutzen würdet, um uns herbeizurufen. Dann waren wir plötzlich hier unten, mitten in der Dunkelheit und von unzähligen Untoten umzingelt. Der Rest des Kontingents muss irgendwo in der Nähe sein. Noch mehr Ritter? Wo? Wenn ich raten müsste, tiefer in den Katakomben. Falls ihr noch weitere Ritter findet, dann schickt sie hierher. Ich werde diesen Gang zusammen mit diesem übermütigen Narren und seiner verrückten Freundin halten. Wenn sie nicht gerade miteinander schäkern, kämpfen sie wie eine ganze Kolonne Orks. Okay, so, Moment, wir müssen eigentlich in beide Richtungen und dann am Ende wieder hoch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rum. Ja, ist der Rückweg nämlich kürzer. Okay, da ist nichts drin. Normalerweise laufe ich ja eigentlich lieber durch, aber... Oh, ich schätze, das ist dann wohl die Falle, ne? Keine Gnade! So, okay. Okay, war jetzt keine besonders tolle Falle, muss ich sagen. Gut, aber ich habe zumindest schon mal was geholt. Dann... Oh, Hallöchen. Bleibt zurück. Dieses Gebiet ist voller Fallen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich habe es beobachtet, um die Funktionsweise herauszufinden.
Die Falle hat Wächter. Sie sind der Schlüssel, mit dem man sie entschärfen kann, denke ich. Welche Wächter? Sagt mir, was ihr gesehen habt. Nachdem ihr eine Falle auslöst, habt ihr einen kurzen Augenblick, um sie zu entschärfen. Während dieser Zeit müsst ihr ihren Wächter besiegen. Das ist die einzige Möglichkeit. Nö. Ihr müsst zu den anderen zurückkehren. Also bin ich nicht der Einzige, der noch übrig ist? Schön, das zu hören. Ich bin zwar ziemlich erschöpft, aber ich werde schauen, ob ich sie finden kann, sobald ich mich etwas erholt habe. Ja, dann würde ich sagen, das war dann so viel zu der Falle. Ich muss hier durch. Ich habe leider keine Zeit für euch. Für euch gilt das Gleiche. So, mal schauen. Wir müssen hier runter. Dann springen wir mal hier runter. Aua. Jetzt können wir hier unten wieder nicht reden, weil wir doch bestimmt irgendwo angegriffen werden. Da oben kümmert sich Basti drum. Oh, vielleicht funktioniert's. Bei den Acht. Schleicht euch doch nicht so an die Leute ran. Irgendwann schlägt euch jemand noch den Kopf ab. Ihr müsst die Freundin von Zaubermeisterin Benele sein. Ihr kennt mich? Ihr seid diese wahnsinnige Närrin, die vor uns in die Katakomben gegangen ist, oder? Haben die anderen Ritter es eigentlich geschafft? Dieser Bindungszauber scheint mich ein bisschen vom Ziel abgebracht zu haben. Celanis und die anderen sind in der Nähe. Ihr solltet euch mit ihnen treffen. Ich mache mich auf den Weg hier raus, sobald ich eine Möglichkeit dazu sehe. Aber eine Warnung noch. Der Schlurfer in der Kammer vor uns ist außerordentlich stark. Falls ihr euch ihm stellen wollt, dann haltet ihn von den Totems fern, die ihn umgeben. Totems? Ich werde das im Hinterkopf behalten. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt die Pflanze hier abfackelt, aber scheinbar nicht. Na gut. Also, wir müssen mit einem Schlurfer kämpfen. Basti, bist du auch da? Nicht, dass du dich nachher beschwerst, dass du von dem Ganzen nichts mitbekommen hast. Außerordentlich stark. Also, naja, gut. Für eine nicht ausgebildete Heldin vielleicht. So. Besorgt die Scherbe des Schlürfers. Hier haben wir auch noch was, was wir einsammeln können. Wenn auch nicht viel. Ich weiß gar nicht, wie der da reinpasst, der Schlürfer. Aber gut. Wir laufen mal hier weiter. In der Hoffnung, dass der Typ vor uns eventuell ein paar von denen kaputt gemacht hat. Ich hätte es nicht sagen sollen. Weil genau dann ist natürlich das Gegenteil der Fall. Na gut. Ich will jetzt meine Zeit nicht damit verplempern, weil ich denke, wir können das Ganze hoffentlich alles in eine Folge reinbringen. Und da sollte es natürlich dann nicht so lange dauern, wenn man hier am Kämpfen ist. Hallöchen, du bist der Geist. Moment, da muss ich aber erst mit dir sprechen, oder? Dieser Geist, sein Blick, so kalt und hart. Er hört nicht auf, mich anzusehen. Er schaut direkt durch mich hindurch. Warum? Warum ist mir so kalt? Die anderen Ritter sind oben. Ihr müsst euch ihnen anschließen. Sie sind hier? Das sind gute Neuigkeiten. Ich gehe gleich los, um sie zu finden. Aber nehmt euch vor diesem Geist in Acht. Ich glaube, mich hat er bereits verflucht. In mir fühlt sich schon alles ganz trist und kalt an. Lasst Celanis wissen, dass ich alle anderen, die ich sonst noch gefunden habe, zu ihm schicken werde. Ich werde es ihm sagen. Passt dort unten auf euch auf. Angov hat alles mit Fallen gespickt. Wir haben Glück, wenn einer von uns dort lebend herauskommt. Ja, und wir haben eine robuste, einen schweren Gürtel bekommen. Eine robuste, einen schweren Gürtel. War das nicht toll? Ihr seid die, die meinen Herrn vernichten möchte. Ich weiß, wonach ihr sucht. Ich würde es euch verraten, wenn ich könnte, aber stattdessen muss ich euch aufhalten. Ich brauche Antworten und die Schlüsselscherbe. Die Schlüsselscherbe ist so fest an meinen Geist gebunden, wie ich daran gebunden bin, sie zu bewachen. Doch ich frage mich, ob ihr euch ein Rätsel anhören würdet. Ein nützliches Rätsel. Wie könnte mir ausgerechnet jetzt ein Rätsel etwas nützen? Was nicht unverhohlen ausgesprochen werden darf, kann dennoch angedeutet werden. Also, hört gut zu. In Fäulnis und Tod kann Angov niemals sterben. Doch lebend Fleisch bringt sein Verderben.
Ich muss die Scherbe demjenigen überlassen, der mir das bringt, was das lebende Fleisch jenseits dieser Krypta in sich birgt. Wovon sprecht ihr? Ich kann es nicht direkt sagen, sondern nur durch ein Rätsel. Sucht das, was im nächsten Raum anders ist. Nehmt, was das lebende Fleisch birgt. Dann befreit mich damit. Nehmt, was das lebende Fleisch birgt. Okay, gut, dass wir einen Zielpunkt haben. Okay, also, ja. Nehmt, was das Leben... Also, wir mussten jemanden, der lebt, das Leben nehmen, oder wie? Seid ihr gekommen, um meinen Meister zu zerstören? Ich weiß, was ihr sucht. Ich würde euch ein einfaches Rätsel aufgeben. Allerdings befindet sich die Antwort schon in eurem Besitz. Die Rune, die ihr haltet, ist der Schlüssel zu meiner Freilassung. Das lebende Fleisch kennt des Rätsels Lösung nicht mehr. Ist es diese Rune, die das lebende Fleisch barg? Ja, aber achtet auf das, was ihr sagt. Die Worte müssen genau so wiederholt werden, wie sie niedergeschrieben wurden. Woher soll ich wissen, was auf der Rune steht, stand, wie auch immer? Moment, haben wir die irgendwie? Ringe aus Werwolf? Das können wir auch mal eben, damit wir wieder einen Platz mehr haben. Aber eine Rune haben wir nicht. Paktamulett ist zwar, kann man das hier oben nicht auf... Ne, hier kann man es jetzt nicht auf Quests machen. Questgegenstände hier. Rune der Entfesselung. Auf diesen Stein sind in sehr kleiner Schrift die folgenden Worte eingraviert. Befreit vom Schlummer, ewige Dunkelheit, komm hervor. Befreit vom Schlummer, ewige Dunkelheit. Seid ihr gekommen, um meinen Meister? Ja, aber achtet auf das, was ihr sagt. Ja. Es ist geschafft. Ja! Stendar sei Dank. Hier, nehmt die Schlüsselscherbe. Ich bin frei, endlich aufzufahren. Vernichtet Angoff. Rächt mich und all die anderen, die Opfer seiner Missetaten wurden. Ja! Ich wollte es so gut wie möglich machen und ich habe es geschafft. Sehr schön. Oh, wunderbar. Nee, das war's nicht. Wieso können die immer noch spucken, wenn die schon tot sind? Ich verstehe es nicht. Ich meine, gut, eigentlich sind sie ja untot, ne? Insofern, ja. Ach, herrje. Ach, herrje. Wir werden nach Kräften helfen, aber bleibt weg von seinen Ranken. Also, ich kann euch schon mal sagen, als ich das erste Mal hier war, da habe ich noch versucht, jemanden um Hilfe zu bitten, weil da war ich irgendwie ganz klein, Level 26 oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Und ich hatte riesige Probleme. Also jetzt dürfte ich normalerweise nicht die Probleme haben. Ihr seid also die eitlen Narren, die mir Glen Umbra entreißen will. Guck mal, ich habe jetzt sogar eine Ulti. Kann ich dir denn schon was antun? Wenn ich euch getötet habe, werde ich euch als meine Dienerin wieder auferstehen lassen. Okay, jetzt ist er... Upsala. Jetzt ist er wirklich ein Witz gewesen. Jetzt schnell, ab durch das Portal mit euch. Okay. Aber ich glaube, das war der auch gar nicht, weil das war einer, der irgendwie noch so einen Frostriesen oder sowas mit dabei hat. Aber das sah genauso aus da unten drin. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Gut, vielleicht ist Spaß nicht das richtige Wort. Aber ihr wart wunderbar. Angoff ist endlich tot. Wir können euch gar nicht genug für all das danken, was ihr getan habt. Wo sind die anderen? Die anderen sind in ihren Zelten zusammengebrochen. Sie sind völlig erschöpft. Aber ich wollte euch bei eurer Rückkehr willkommen heißen. Und Celanes möchte mit euch sprechen. Er erzählt den Kommandanten der Löwengarde im Moment, was geschehen ist. Was will Celanes? Wer weiß. Vielleicht will er euch eine Medaille verleihen oder sowas. Nun geht ruhig. Wir kommen schon zurecht. Versprochen. Na gut, na gut. Wo ist er denn? Da oben. Celanes. Der König wird uns für das, was wir hier getan haben, dankbar sein. Einige von Angoffs Anhängern rennen immer noch frei herum, aber damit werden wir fertig. Vielleicht normalisieren sich die Dinge jetzt wieder. Was ist mit den Ranken in ganz Glen Umbra?
Ohne Angoffs Magie werden die Ranken hoffentlich verdorren und absterben. Wenn nicht, bin ich mir sicher, dass die Magiergilde einen Zauber aus der Tasche holt, der sie entfernen kann. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen um sie. Aber etwas bereitet euch Sorgen. Ja, aber mir fällt nicht ein, was genau. Man munkelt, die Lage im Norden wäre nicht viel besser. Nicht notwendigerweise wegen der Ranken oder so, aber es heißt, es gäbe da draußen noch andere Dinge, um die wir uns sorgen sollten. Was genau habt ihr gehört? Ich hörte, dass es Ärger in Köglin gibt. Irgendetwas Schlimmes ist dort oben passiert. Aber macht euch darum keine Sorgen. Wir haben gerade die Leute von Glen Umbra gerettet. Wir sollten feiern. Wo habe ich es nur hingetan? Wo habt ihr was hingetan? Der König hat diese Rüstung für den Champion bereitlegen lassen, der Angorf besiegt. Sie war einer der Schätze von Durchsturz und jetzt gehört sie euch. Sie ist eure Belohnung für all das, was ihr für dieses Land und seine Leute getan habt. Möge das Glück euch folgen, wohin ihr auch geht. Ja, und wir haben eine undurchdringliche Brustplatte vom Segen des Würtbaums erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Sir, Sir, Sie haben ihn mitgenommen, Sir. Ja, und ich schätze, dass sie, obwohl das ist eigentlich Blödsinn, wir können ja kurz mit ihr reden, dass sie die Überleitung ist. Der Hauptmann, sie kamen in der Nacht. Wir konnten nicht. Was konntet ihr nicht? Was ist geschehen? Wir waren auf dem Rückweg aus Dolchsturz, als unsere Karawane angegriffen wurde. Bretonen kämpften Seite an Seite mit Daedra. Sie haben uns fast alle getötet. Aber der Hauptmann, sie haben den Hauptmann mitgenommen. Beruhigt euch, Soldatin. Habt ihr gesehen, wohin sie ihn brachten? Nein, sie hatte irgendwas mit Sturmhafen gesagt. Warum ist das weggeklickt? Nein! Na gut, dann müssen wir es leider so machen. Aber es war zum Glück nur ein kleiner Satz. Irgendwas mit Sturmhafen und dann hat sie noch irgendeinen Satz dahinter gehabt. Ich habe es aber leider nicht mehr gesehen. Ja, aber das ist auf jeden Fall die perfekte Überleitung, dass wir dann als nächstes nach Sturmhafen gehen werden. Und ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Sturmhafen wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.